Willkommen zurück zu Orcs Must Die Unchained mit mir, Petrus und Kriti. Und heute endlich mal wieder ein neuer Held. Stinkeye nämlich. Ich hatte den schon mal gespielt. Das heißt, ich weiß ungefähr, was ich tue. Es ist ein defensiver Held, der mit Totems arbeitet, die ihn selbst und Verbündete buffen und so weiter und so fort. Und, jawohl. Heute gibt es wieder drei Orcs Must Die Unchained Keys zu gewinnen. Ihr müsst einfach nur eine Frage, die ich im Laufe dieser Folge stellen werde, in den Kommentaren beantworten. Und ich werde dann im Laufe von 3 Tagen, je nachdem wie viele Leute daran teilnehmen, werde ich dann die Keys verteilen unter dem Volk. Also, die Frage werde ich zwischendrin stellen. Und, also gut zu hören. Das hier wird jetzt aber ein relativ normales Spiel einfach. Keine Patch-Note-Besprechung. Auch wenn die letzte etwas unvollständig war für den Umfang der Änderung. Aber letztlich habe ich es, denke ich, auf den Punkt gebracht, darin, dass das Spiel einfach schwieriger geworden ist, wenn das Team nicht genau weiß, welche Änderungen es gegeben hat. Wenn nicht zwei auf der Offensive spielen und zu viele in der Defensive spielen. So. So, dann stellen wir schon mal direkt was auf, was etwaigen Feuerfallen später hilft. Oh Gott! Was ist denn mit dem Bock los? Okay, was zur Hölle? Was ist denn mit denen los? Also ihr seht, ich habe zwei verschiedene Totems. Das mit der Zeituhr. Das mit der Uhr. Gibt einen Speedbuff. Und wenn ich hier drauf schieße, entstehen 3 Projektile, die dann, sobald Gegner in der Nähe sind, sich ihr Ziel selber suchen. Damit ich nicht so tief in den Gegnern drin stehen muss. Es gibt keine Kombo-Punkte mehr. Das hatte ich, glaube ich, letzte Folge noch vergessen. Es sei denn, die Kreaturen sterben tatsächlich in Kombination mit einer Falle. Also Heldenangriffe kombinieren, das läuft nicht mehr. Es zählen nur noch die anderen. Irgendwie hat deren Master alles durchgelassen. Irgendwie spielen die komplett komisches Zeug zusammen. Was zur Hölle ist denn hier los? Okay. Was? Ihr seht, wir bekommen sehr, sehr wenig Macht. Genau genommen haben wir überhaupt gar keine Macht bekommen. Weil wir nämlich unsere Kreaturen nicht begleiten. Allerdings ist es so, dass die ihre Kreaturen auch nicht begleiten. Dementsprechend ist es halb so wild. Man kann jedes Totem maximal 2-mal haben und insgesamt davon maximal 3 Totems haben. Ja, wenn niemand unsere Kreaturen im Angriff begleitet, werden wir auch keinesfalls genug Punkte bekommen, um zu upgraden. Auf der anderen Seite begleiten die ihre Kreaturen auch nicht. Unser Bot läuft zumindest hin. Das ist schon mal was. So, jetzt gibt's Kombo-Punkte. Und Stinkeye ist wirklich perfekt für die Verteidigung. Absolut perfekt dafür geeignet. Ich ignoriere den da mal. Weil das, glaube ich, ein Bot ist.
Sieht jedenfalls sehr, sehr unlogisch aus, dass hier zusammengespielt wird. So, ich gehe mal upgraden. Gott, wir laufen da oben einfach durch. Ganz komisch. Ganz komisches Match. Ganz, ganz komisches Match. Ganz, ganz seltsam. Überaus irritierend. So, Stinkeye hat noch dazu einen tollen Passiv, der nur mit Ogern funktioniert. Das heißt, es gibt verschiedene Helden, wo man schon ein bisschen darauf achten sollte, was für Kreaturen man verwendet. Und so weiter und so fort. Niemand weiß, was mit Skaz ist. Sehr, sehr wahrscheinlich ein Bot. Und es, sagen wir mal, es ist auch relativ logisch, dass es Bots für dieses Spiel gibt. Ja? Man muss sich das so überlegen. Die Sachen, die man hier bekommt, die Karten, gehen mit Level-Ups einher. Und Level-Ups können ein bisschen ätzend zu bekommen sein. Gott sei Dank stört es mich nicht so sehr, wenn meine Totems zerstört werden. Ich baue einfach neue und schieße fröhlich weiter drauf. Das rastet gut aus. Stinkeye ist hervorragend in der Verteidigung und einer meiner Lieblingshelden. Ganz definitiv. Und what the fuck? Okay. Zeige Stinkeye halt eben nur sehr kurz und ich hefte die Frage für die drei Orks Must Die Unchained Keys einfach an dieser Stelle an. Sind Lizzybot und Fishbot menschliche Spieler oder NPC-Spieler, die von Orks Must Die Unchained dazugefügt worden sind, damit ein Match überhaupt zustande kommt? NPC, ja oder nein? Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, Like da lassen. Wer was zu sagen, kommentieren. Wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht etwas längeres Match. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann. Ciao.